Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf den Straßen von Seattle. Shadowrun Return, Deadman Switch mit mir, Elo Dingens. Und wir sind hier zurück in der Kneipe. Ja, Paco hat Coyote zurückgebracht, aber die ist natürlich ganz schön. Ja, wrecked up. Die ist ganz schön im Arsch, sag ich mal. Ja, und von Mrs. Kubota schnauzt sie voll, dass sie jetzt zwei Schichten verpasst hat und dann auch noch blutend durch die Fronto kommt. Aber sie hatte einen Run, der schlecht. Ja, der schlecht lief. Wir sehen das. Dein Arm ist im Arsch. Du hast gemacht, dass ich mir um dich Sorgen gemacht habe und das mich hält mich von meinem Business ab. Sie guckt schon nett, aber. Ich glaube, so richtig gut findet sie das nicht. Sie entschuldigt sich hier auch nochmal. Und Dr. Castle, Cherry Bomb, yeah baby, ist im Keller und soll sie zusammenflicken. Okay. Oh, und ein Cyberarm. Und jetzt geh los und blute woanders. Sie bekommt jetzt einen Cyberarm, den sie sich nicht leisten kann. Mrs. Kubota ist auf alle Fälle extrem spendabel zu den Leuten, die sie mag. Deswegen hätte ich ja auch gern ein bisschen Geld. Ich bin nämlich total abgebrannt. Ja, sie ist da natürlich extrem tausendmühen. Danke, danke, danke. Sie bedankt sich dafür, dass wir sie natürlich gerettet haben. Und sie will diese 1000 Nünen als Zeichen des Respekts verstehen. Was steht denn da hinter dem Tresen? Ist das wirklich ein Ork in Strapsen? Geil. Ja, ich fühle mich geehrt. Okay, wir werden uns wiedersehen sozusagen. Okay, sie vertickt hier normalerweise auch Jobs, ja. Und einen voll-equippten Cyberdog. Ja, Cyberplace. Oh, Mrs. Du bist ein Entrepreneur. Ja, offensichtlich. Play GAFC on the piano. Okay. Aber erstmal müssen wir uns definitiv den Ork in Strapsen angucken. Geile Scheiße, Mann. Okay. Ist Mr. Delia heute? Ja, der ist, was ist mit Coyotes Crusade? Coyote war ist in den Royals, also da wo wir gerade waren, aufgewachsen. Aber sie hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Ihr Cousin hat es nicht geschafft. Okay, ihr Cousin kam wieder. Falsche Zirkel. Und dann wieder BTLs. Und Coyote sucht ihn seitdem. Wie kommen Sie da ins Spiel? Ich war früher mal Runner und jetzt biete ich einen sicheren Hafen und einen Marketplace für Runner an. Oh, Annie Johnson, also Mr. Johnson, das sind immer die Auftraggeber von den Konzernen, wenn irgendwelche Runs zu erledigen sind. Wenn du mit Mr. Delia gesprochen hast, kannst du auch mit Van Grass sprechen. Okay. Okay, mit Van Grass können wir auch reden. Weil Van Grass uns auch. Das ist Van Grass. Ansonsten sind hier alle weg gerade, deswegen gucke ich erstmal, dass ich runterkomme. Was haben wir denn jetzt noch? Meet all the Black Market, find the Mad Bay. Okay. Okay, Mrs. Kubota sagt, dass ich da runtergehen soll. Weißt du überhaupt, wovon wir reden? Okay, mit Kloof sollten wir mal reden nochmal. Was will er denn hier? Okay, er bedankt sich auch, dass wir das gemacht haben. Okay, sein Magen hätte das nicht mitgemacht, hier noch jemanden zu verlieren, nachdem Sam tot ist.
guess it's your job to care. Okay, er ist auf alle Fälle... Also, er, dass er auf alle hier aufpasst, das ist Teil seines Familien-Attitudes hier zu diesem Laden. Okay, hast du irgendwas über den Tod von Sam gehört? Manche Leute sagen, es war der Ripper. Aber, ja, viele Leute sagen irgendwas. Wo finde ich einen Job? Ah ja, okay. Also, Fangrass bietet auf alle Fälle Jobs an. Wie lange arbeitest du schon mit Kubota? Seitdem er erwacht ist. Erwacht ist der nette Ausdruck für goblinisiert, also als er zum Troll geworden ist sozusagen. Und seitdem ist er hier. Bezahlst du extra für die Maniküre auf diesen... auf deinen Händen? Bezahlst du da extra bei den Maniküren? Und er sagt, nein, das ist nicht die Größe, wofür man mehr bezahlt. Es ist das Blut unter den Fingernägeln. Ja... Okay, optional. Meet all the black market vendors. Da ist aber doch, ich hab doch eigentlich schon alle. Naja, reden wir erstmal mit Van Zan. Nee, Van Grass. So, Van Grass, ein Zwerg mit einem Cyberauge. Ich bin Van Grass, mach es schnell, Geschäft läuft gut, red mit mir. Mrs. Kabuti sagt, du hast einen Fixer. Aber er hat keine Aufträge. Im Augenblick für uns. Gucken wir mal. Okay, Paco ist immer noch da bei uns. Aber mehr Schwarzmarkt-Fuzzis sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Deswegen... Spielen wir mal auf dem Klavier. G, A, F. Und ganz unauffällig ist dann eine Staircase, die auch sonst keiner sieht, aber nun gut. Okay, wir können immer noch alle... Puh, ja, okay. Das Entrepreneurship. Okay, da ist der Doktor. Mal ein bisschen hier in meinen Spind gucken. Ach, ist tatsächlich meiner. Okay, wir haben jetzt hier einen Safe Haven. Das ist schon mal gut. Das ist auf alle Fälle ein Versteck, wo man dann wirklich rumhängen kann. Okay, so... Wen haben wir denn hier? What do you mean with no credit? Ja, kein Kredit. Okay, der dealt hier auf alle Fälle mit Deckerkram und mit Riggerkram. Was hast du zu verkaufen? Das nützt mir jetzt hier natürlich überhaupt gar nichts alles. Denn das... Ah, Johnny Clean ist also ein Decker. Wieso bist du wie ein Hausmeister? Okay. Okay, er war also beim Echo Mirage Team. Okay, also... Johnny Clean ist definitiv ein ziemlich guter Decker, so wie es aussieht. Okay, einen Ork mit einer Militäruniform. Er verkauft Waffen, so wie es aussieht. Ja, auch nicht zu knapp. Eine Machete, Dobermänner. Ja, das volle Programm sozusagen. Wir haben gerade eine Kashi, die macht 10 Damage. Street Sweeper. Die machen dann schon mal 16, 12, ja, okay. Hier kriegen wir also Waffen her. Bei Eric Mersman, da kriegen wir weiterhin die Klamotten. So, dann haben wir hier Aijanun. Ach ja, genau, das war der... Aim, Increased Target Chance.
Mindvibe. Oh, jetzt können wir hier auf alle Fälle. Ja, ein bisschen Geld haben wir ja. Lightning Bolts. Die sind alle hier für den Garten. Weil die nicht für mich sind. Conjuring Schamane, Zia-Adept. Und das ist auch für Schamane. So, hier können wir besser zielen. Für zwei Runden. Der ist eigentlich ganz cool. Display Magic könnte gut sein. Ja, muss erstmal reichen. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich auch entscheiden, was ich mitnehme. Also die Armor, die tauschen wir mal mit dem Aim. Das Healbound war ganz gut. Das hier ist der AE-Dings, ne? Dann nehme ich lieber mal den Display Magic mit. Wie viel? 4 reicht nicht. Oder? Um noch einen mitzukriegen? Doch. Dann können wir noch einen mitnehmen. Jetzt müssen wir nur zu meinem Stash gehen, um da reinzukommen. Dann nehmen wir nämlich noch die Target Mindwipe mal mit. Wenn da mal mehr als ein Gegner ist, dann kann er zwei Runden, macht er nicht mit. So, dann reden wir mal mit Dr. Sarah Castle, die einen kleinen Kobold auf der Seite hat. Okay, mach's schnell, ich muss operieren. Der Coyote bedankt sich. Okay, erzähl mir was über die Nacht, wo Sam gestorben ist. Sam ist tot. Wie ist er gestorben? Okay. Was für ein Cyberarm? Mit einem Laser? Du kriegst das, was ich dir gebe. Was ist mit deinem Gesicht? Lass es so. Okay. Sie will es so behalten. Okay, und jetzt ist Coyote erstmal... Schläft erstmal. So, Coyote. Sie ist wieder da. Das Gesicht bleibt so, bis auf das Auge. Und sie hat jetzt einen Cyberarm. Ziemlich skinny. Nice arm. Look about Sam. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass er tot ist. Er war auf einer Abwärtsspirale. Was kann ich dir sagen? Warum mochtest du Sam? Er hat mich immer zum Lachen gebracht. Keiner hat Sams Witze gemocht, aber ich tat es. Did you guys jam? Me too. Me too ist besser. We ran together. Got it, okay. Also wir haben zusammen Runs gemacht, aber okay, sie versteht, in einem bestimmten... War es irgendwie dasselbe, sie haben zusammen getrunken. Er war immer charmant. Ich war wohl die Beste, die ihn hier kennt. Oh, Bad Boss is drinking. Wie schön. Naja, das interessiert mich eigentlich nicht. Okay, was war in der Teil. In der Nacht, was so passiert ist? Er hat mit Jake getrunken, Jake Armitage. Auch ein Charmer. I like Gingers. Anyway, Jake and Sam having a few. Well, Jake was having a few. Okay. Er wurde auf einmal laut. Dann hat sie Jake gefragt, dass er sie rausbringen soll. Und dann war das der letzte Augenblick, als ich ihn gesehen habe. Warum ist er laut geworden? Okay, wie er hier ungelandet ist, dass er das nicht verdient hat, dass er seine Mutter gehasst hat, dass er seine Mutter geliebt hat. Ja, das Übliche. Hat er irgendwelche Feinde gehabt? Schwer zu sagen. Sam hat immer hart gepartied und wenn er...
Ja, er hat öfters mal einen auf den Arsch gekriegt, aber ich denke mal, er hat keine Enemies gehabt. Wo hat er gelebt? Auf der Straße meistens, manchmal irgendwo auf der Couch. Okay. Okay, Booze, Chips, Drugs, er hat also alles genommen. War krank? Ach, er... Okay, er war also auch schon drauf und dran hier unten einfach zu verrecken. Er war sterbenskrank und dann war er weg für eine Weile und dann kam er wieder da und war sah wieder so total gut aus. Dann gesagt, wie es ihm besser geht. Er sagte, seine Mutter hat ihm geholfen. Ja, das war doch mal eine klasse Lüge, glaube ich. Okay, und Mr. Coyote ist jetzt oben. So, ach, das ist nur auch wieder der Stick, ne? Nee. Blond, Boy and Girl, beide 14. The Boy. Okay. Sam and Jessica. Okay, wer ist Jessica? Ah, jetzt können wir auch nochmal mit dem Doc reden. Das ist gut. Die verkauft uns bestimmt auch noch. Okay, das ist so ein bisschen Verschwendung. Ja, wunder dich nicht. Das ist hier einfach mal eine Shadowrun-Bar. What's this on your shoulder? Ah, okay, der macht Heilrituale danach. Okay. Let me see your medical supplies. Das können wir uns alles mal überhaupt gar nicht leisten. Dogwagon ist natürlich mal richtig geil. Dogwagon, gut, das funktioniert ja anders, aber man kann so einen Vertrag abschließen. Und mit diesem Vertrag, dann holen sie einen raus, egal bei was für einem Wand man gerade verkackt hat. Das ist schon ziemlich geil auf alle Fälle. Okay, sie ist aber gleichzeitig auch noch ein Schamane. Oh, ist das hier anders? Kann man hier Essenzkost? Man kann... man verliert hier keine? Naja, weiß nicht. Also als Magier würde ich mir auf alle Fälle keine Cyberware einsetzen lassen. Tut mir leid. Was macht man einfach nicht als Magier? So. Deliver Stones to Mr. Delia. Return to Coyote. Bringen wir die doch mal da hoch. Wenn ich Mr. Delia finde. Das ist Mr. Delia. Und Jake ist auch schon oben. Ohoho, mit der Schrotflinte da hinten. We have the business to discuss. Ich habe kein Business mit dir. Wir waren mit Coyote, sie ist im Augenblick indisponiert. Okay, jetzt hört er uns zu. Okay, sie ist am Boden, sie ist unten, der Dings ist schief gegangen. Elodira und das ist Paco. Now give me the stones. Hold back the pebble with the wounds on it and give him the rest. Ach komm, wir geben ihm alle Stones. Ja, weil das Ding hat er nämlich auch gesucht. Okay, da er zu spät geliefert hat, also er wollte nur diesen magischen Stein, der da drin war, da wir zu spät geliefert haben, gibt es kein Payment, aber weil er ein fairer Geschäftsmann ist, behalten wir die letzten
die letzten Steine, aber leider. Okay. Der wollte nämlich eigentlich nur diesen magischen Stein haben, aber jetzt gehen wir doch mal zu dem Dealer hier, zu Fangrass, und der nimmt uns sicherlich die restlichen Steine ab. Ich kann sehen, du bist sehr beschäftigt. Werbe Steine, zeig mir die mal. Tausend. Für 1000 mit mehr Charisma könnten wir ihn besser. Aber Charisma von 5. Na komm, gib mir die 1000. Besser als nix, sag ich mal. Und mal wieder runter. Ja, ich sag doch hier, der Typ mit dem. Sah eh schon komisch aus. Okay, zurück zu Coyote. Coyote. You know someone named Jessica? Das ist Sam's Jessica Watts. Okay. Also, auf meinem Intercom ruft John Dresden an und er sieht nicht besonders glücklich aus, auch wenn das Bild täuscht. Du siehst nicht gut aus. Okay, es gibt mal wieder einen neuen. Es gibt einen neuen Mord an den Docks. Ich möchte helfen. See you when I get back. I don't need your help. Okay, ja, Hilfe kann ich immer gebrauchen. Vor allen Dingen hätte ich echt, so mit einem richtigen Runner-Team, da kann ich auf alle Fälle viel besser umgehen, da kann man viel mehr machen. Wir haben 1200 Nyn und potenziell jetzt einen zweiten Runner, glaube ich. Ich meine, der Paco, den kann man ja wirklich in die Tonne treten, aber vielleicht kann man was mit Coyote machen. Und nehmen wir mal das Taxi, oder? Das müsste ja dann theoretisch hier irgendwo sein. Und auch wieder nicht denselben Fehler machen. Und jetzt rausgehen und dann danach. Aber ich würde sagen, nichtdestotrotz, zack, 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 auf zu den Docks. Wir sind auf dem Weg zu den Docks. Der Ripper, der Sam getötet hat, hat hier noch jemanden getötet, vielleicht auch ein paar Beweise. Also fahren wir noch hin. Also, ja, die Docks selber, typisches Industriegebiet. Ein Warenhaus, das Übliche halt, ja. Okay, aber wir sind alleine. Ich würde sagen, auf den Docks gucken wir uns dann einfach in der nächsten Folge um. Tschüss!